Hallo zusammen. Vor kurzer Zeit hat mein Musikantenfreund André Schurner einen Song der Rubets interpretiert, und zwar Sugar Baby Love mit dem neuen PA5X Musikant. Das Musikant-Keyboard stellt ihm natürlich hervorragende neue Samples, Chorstimmen zur Verfügung. Ein passender Style ist dabei. Frage, kann man das mit dem PA1000 auch machen? Beim Style gab es kein großes Problem, da habe ich mich für NDW Pult 1 entschieden. Das passt, Tempo 136. Bei den Chorsounds ist das so eine Sache. Ich versuche es einmal mit einem Sketch-Sound. Das Besondere bei diesem Song ist, dass in der Begleitung Tuba-Bells erklingen. André schaltet bei seinem Video zwischen diesen Sounds hin und her. Ich verfolge einen anderen Ansatz. Ich habe mir in einen Sound zusätzlich die Tuba-Bells eingespielt als neuen Oszillator, also einfach auf einen bestehenden Sound zugefügt. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch gerne mal in diesem Video. Das ist mein Ausgangssound. Ich gehe nun mit der Shift-Taste und der Taste Sound gleich in die Bearbeitungsseite des Sounds und wähle im Menü Basics. Ihr seht, der Sound besteht aus 4 Oszillatoren. Und wenn ich nun am Drehrad drehe, kann ich einen 5. Oszillator aktivieren. Den wähle ich hier unten an. Und nun muss ich lediglich noch für den 5. Oszillator aus dem ROM den Tuba Bell Sound heraussuchen. Das ist die 182. Zudem stelle ich die Velocity-Kurve ein. Das bedeutet, erst ab einer bestimmten Anschlagsstärke erklingt dieser Sound. Ich nehme einmal den unteren Wert 90.